So, nochmal von der Verstärker hier mit der Lena. Die habe ich vorhin auch live gesehen. Die jüngste Teilnehmerin oder Interpretin hier. Wie geht's dir damit so? Ich habe es heute erst erfahren, deswegen muss ich mich noch seelisch drauf einstellen, glaube ich. Aber du hast es ja jetzt hinter dir. Ja, war schön. Nee, hat Spaß gemacht. War ein echt schönes Konzert, nette Atmosphäre. So oben im Kino? Genau, war echt warm. Dadurch, dass es im Kino war, aber auf der anderen Seite konnten sich die Leute gemütlich hinsetzen. Wie lange machst du schon Musik? Seit ich 15 bin, also seit ich 13 bin. Also seit 8 Jahren. Mhm. Wann hast du angefangen, Platten aufzunehmen? Hat sich so schleichend mit dazu gesellt. Also die erste Platte rausgebracht, also gebrannt und mit eigenem Cover versehen, habe ich mit 15. Und dann mit 16 und mit 17 nochmal. Und jetzt sich quasi selbst entdeckt und selbst ja, wie man es nimmt, ich habe es halt einfach gemacht und dann gibt es immer jemanden, der es mitkriegt und es dann auch anhört. Hast du dann deine CDs wild in der Gegend verteilt? Oder? Ja, ich habe die halt nach Konzerten verkauft. Und man kann die online bestellen, wie auch immer noch, www.interference.de. Mit Punkt dazwischen? Ja, www.interference.hier.de. Also ich fand es sehr schön, dein Konzert vorhin. Texte alles selber von dir oder lässt du dich irgendwie inspirieren? Das ist im Grunde alles frisch vom Erzeuger, aber inspirieren lässt man sich natürlich immer. Also frisch vom Hof. Ja. So, weil du mal gesagt hast, Klangwerkstatt Doble? Kreativwerkstatt Doble, das habe ich heute erfunden. ja, das ist mein Nachname, deswegen. Ah. Nee, ja, Werkstatt bloß. Und du kommst aus Fürth, was meinst du eigentlich? Ist jetzt nicht so toll. Oh, ist so spät schon. Oh. Aber man kann es ja mal... Bitte super. Kannst ja mal unter den Tisch fallen lassen. Das Mikro flirten. Fett. Nee, also... Die ganzen richtig coolen Säue heute kommen aus Fürth. Nein, Nürnberg und Erlangen sind auch schön, aber Fürth steht dem im Nichts nach. Ich habe schon kleinere Kauder als ich. Nee, aber wie sieht es so mit deinen zukünftigen Plänen aus? Nächster Auftritt, nächste Platte, nächste Geburtstag? Ich hab's doch so mit Terminen. Nächstes Konzert, Vater? Da wäre der Vater übrigens. Ja. Der war, glaube ich, schon. Nächstes Konzert, genau, mit The Green Apple Sea erst im K4, ich glaube am 25. oder 26. Und dann zwei Termine in der Schweiz mit The Green Apple Sea. Und sonst findet man alle Infos immer unter interference.tier.de und auf Facebook. Okay. Lena, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview, bei deinem Vater natürlich auch. Viel Spaß weiterhin und zieh irgendwann aufs Feld weg.